24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hartywise. Feel the difference. Scotty, Just, Will, Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 18. Folge des YPC Bank 2022 und damit zur zweiten und entscheidenden Folge in der Zwischenrunde Gruppe 1. Mit einem Barsch und einem Hecht konnte Dustin Schöne von Nace nach zähem Start kurz hintereinander 2 gute Fische landen, die ihn vom letzten auf den ersten Platz katapultierten. Auf Platz 2 liegen momentan punktgleich Frederik Junior von Headbanger Lures und Henrik Haag von Sunline. Die beiden konnten je 3 Hechte fangen, von denen je 2 in der Wertung blieben. Fred und Henrik brauchen in der zweiten Tageshälfte somit noch je einen Barsch und einen Zander. Fish Explorer-Vertreter Landry Rosens, Luis Mendez vom Raubfischzentrum und Jo, Zuri, Mansami, Mohib haben allesamt einen Zander fangen können und liegen auf den Plätzen 4 bis 6. Luis, der an seiner Stelle in erster Linie auf große Hechte gehofft hatte, denkt wegen der ausbleibenden Pikes über einen Platzwechsel nach. Ja, irgendwie verhext. Bin jetzt nochmal zum Auto gegangen, hab mir was zu trinken geholt. Normalerweise hatte ich nicht vor, so lange an dem Spot zu bleiben. Aber ich brauche mindestens einen Hecht. Ich muss jetzt wirklich viel ausprobieren. Was ich auch noch machen kann, ist, auf Hecht mit kleinen Gummis zu angeln. Das kann ich auch probieren. Es wird echt schwer. Ich glaube, das ist heute echt kein guter Tag für Hecht. Natürlich kann man hier und da einen bekommen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich vielleicht poldern gehe. Einfach in der Hoffnung, dass ich so eine verrückte Fritte drauf bekomme. Aber eigentlich wollte ich einen großen Fisch haben. Naja, ich gebe dem Ganzen hier noch ein bisschen eine Chance. Mindestens bis 12. Wenn bis dahin kein Hecht gekommen ist, dann gehen wir auf die Frittenjagd. Das ist gut. Da stehen die Fische, halt an diesen Strömungskanten, wo das Kraut ist. Da haben wir die Fische bis jetzt immer gefangen. Deswegen, wenn ihr an solche Stellen kommt und ihr seht Krautströmung, sehr, sehr geiler Sommerspot. Ich fische jetzt hier an der Kombo Flo Carbon, das ist FC Sniper. Und das ist halt perfekt für so Angelei wie Crankbaits oder Chatterbaits. Die Schnur schluckt die Vibration der Köder, sprich es ist wesentlich entspannter. Ihr habt halt eine gewisse Dehnung halt noch drin, was halt beim Chatterbaiten halt extrem geil ist. Weil wenn ihr einen Biss habt, der Fisch merkt nicht sofort den Zug wie bei einer geflochtenen, weil die geflochtene ist steif, da ist keine Dehnung drin, sondern er zieht eher sozusagen fast ins Leere, sondern in diesen Flex von dem Fluorcarbon. Und dadurch habe ich das schon so häufig gehabt, dass die Fische richtig nachgefasst haben. Sie haben gebissen und sind nochmal raufgegangen und dann habe ich das angehauen. Bei Crankbaits ist es halt auch so, da geht es eher darum, dass ihr halt wirklich diese Vibration nicht so stark in den Händen habt. Die Fische haken sich dort ja meist immer selbst, weil sie auf den hinteren Drilling oder so raufhacken. Okay guys, so now we are at the end of this path. No bites, but I didn't felt the bottom quite a lot, so maybe I don't go deep enough. So we will go back with stuffed lures this time and I will try to go deeper. So I'm trolling back. Something really important when you do this kind of fishing is the angle. So I drop my lure maybe now 25-30 meters away and I let a lot of line between the rod and the lure. Why? Because of the angle. If I don't have enough line, the angle will be bad, and if I move too fast, the lure will come up. So always leave, I don't know, 25 or between 25 and 35 meters of line between the rod and the lure. Now guys, there is a boat arriving on the sluice, so we'll have some more current here. Maybe it can make the Zander move out to search for food, and it could be our chance. Sami sucht aktive Fische. Dustin scheint sie gefunden zu haben. Fisch, oh, weg ist er.
Fisch direkt hier vor den Füßen gebissen. Fuck. Oh Mann, der wär's gewesen. Ah, oh, weg. Hier steht er noch, steht noch. Zweimal gebissen jetzt schon. Oh, schon wieder. Oh, hat dreimal gebissen, der Fisch. Ja, das ist das Problem, wenn man den sieht, dann haut man zu früh an. Er hat den Köder gespürt, der war dreimal drauf. Ah, Mist. Ah, das hätte jetzt natürlich Entspannung gegeben. Wir sind jetzt hier ein bisschen nach einer Seite gelaufen und hier muss ich total gegen den Wind schmeißen. Deswegen habe ich hier so einen Hybrider rangemacht, Hechtgranate. Hat mir gerade schon drei Bisse gebracht. Auch ein super Köder, vor allem wenn ihr im Wind gegen den Wind angeln müsst. Den werde ich jetzt eine Weile fischen und dann entweder auf einen großen Predator oder nochmal auf einen Mace Runner zurückwechseln. Aber mal gucken, damit geht bestimmt auch was. Hoffentlich. Geht immer, Alter. Kein Problem. Oh fuck. 45er Barsch am Crank vorbeigehämmert, vor den Füßen. Ich raste aus, Alter. Hängt, nein, da war er. Der hing. Scheppert der zweimal drauf und hängt beim zweiten Mal, Alter. So kurz. Das kannst du keinem erzählen. No, let's change. Ich habe jetzt mal auf den Shad gewechselt, einen großen Predator, weil es ist echt schwierig. Ich hatte zwar gerade einen Fisch, der dreimal attackiert hat, aber so richtig Bock scheinen die nicht zu haben. Mal gucken, ob sie ein bisschen was Langsameres haben wollen, von der Aktion ein bisschen ruhiger. Mehr Wind könnte wieder kommen, finde ich. Dustin wünscht sich mehr Wind, Landry ist anderer Meinung. Wind is crazy here. It's my last cast on this spot. No perch. But yeah, 15 minutes. Sometimes it's enough. Ah, fish, 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 fish. It's maybe a perch. It's a little fish. I think it's a perch. Ah, maybe not. Oh, it's a pike. Shit. Ah, I lost the pike. If it was a perch, I will be very angry. Landry ärgert sich nicht über den verlorenen Hecht, obwohl er noch keinen hat. Luis wartet weiterhin auf den ersten Hechtbiss. Ihr merkt schon, die Verzweiflung ist groß. Ich habe dem Spot Zeit gegeben bis 12. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Jetzt habe ich mir eine leichtere Route aus dem Auto geholt und werde jetzt sogar einen Jig-Spinner hier einfach mal durchs Wasser ziehen. Irgendwas muss sie doch mal triggern. Vielleicht habe ich ja ganz viel Glück und fange einen Barsch. Oder einen Zetti. Klasse. Okay guys, I was here on the first day of the competition. I did not catch anything, I just missed one fish. But I had such good result during training here, so there is fish around, waiting to bite or not, but there is fish, so I will try to catch it. Sami versucht es nun also an einer neuen Stelle auf Barsch. Landry ist ebenfalls an einem neuen Spot angekommen, um einen anderen Zielfisch zu fangen.
Okay, this is my first spot for pike fishing. I will begin with top water, my popper. Let's go. Ja, ist gut. Ah, strike. Fuck. Jetzt hatte ich einen Biss. Mann, ey. Läuft nicht so gut heute. Verballer hier ein bisschen Zeit, muss ich sagen. Ein Fisch gerade dreimal raufgebissen. Hing nicht. Jetzt gerade wieder ein Biss gehabt. Hing nicht. Vorhin, kurz vor den Füßen, ein Meterhecht daneben geschnappt. Muss da jetzt noch mal was kommen, ey. Ein Fisch. Dann gehe ich auf Zander. Ein einziger Fisch. Dustin hadert mit den verpassten Chancen und auch Henrik hat seinen Aussteiger noch nicht vergessen können. Der Barsch, der ärgert mich halt immer noch. Das ist echt, da werde ich bestimmt heute Nacht nicht für wegen schlafen können, weil ich mir das so ärgere. Aber das muss ich jetzt auch echt abhaken, das bringt nichts. Weil, ja, konzentriert lieber weiter angeln. Nothing is moving on top water. I will try this bait. The area is very small and I need to fish very, very slowly. Come on, come on, come on. On, yes. Woo. Okay, I take my glove for my security. You. It's a great pike. Not on surface, but it's a great one. I'm happy. With my special lure for slowly fishing. Nice. Landrys Hecht Spot liefert sofort und so kann er die zweite Fischart schnell abhaken. Er liegt nun 2 Punkte vor Dustin auf Platz 1 und braucht noch 2 Fische, darunter einen Barsch, zur vollen Karte. And this is my lure. It's, the brand is Chess Bait. It's a glider. Lure, so it's a lure you can fish slowly in a linear action, so it's like a swim bait and you can put some twitch on a jerk action and it's like a jerk, it's like that, so you can fish very slowly and the particularity of this lure is the blade, it's amazing, it with vibration and lightness. So, Freunde, das war's. Wir fahren jetzt mal eine Ecke weiter und schauen, ob wir, ja, aktive Hechte noch finden. Weil das hatte ich jetzt auf der Agenda, bevor es dann auf Barsch geht. Echt zu viel mit ans Spot genommen am Tackle. Jesus. Auf geht's. Following, yeah, it's following. You see? It's on the surface. Okay. Yeah. Pike is there. It's something. Hey, come on. My lure before, it's 22 centimeters long. It's a big bait. And it was a small fish. Top water is not working, so maybe it is active on the, again on the, on my hard bait. Nice following. I will use a small bait for small pike. Während Landry versucht, einen zweiten Hecht zu fangen, ist Fred, der die Hechte bereits abgehakt hat, weiter auf der Suche nach Stadtbarschen und City-Zandern. Hello guys. So, we are still in Rotterdam. All in street fishing now. I really want to catch those big fish that could secure a place to the final.
I just need to be patient and wait for the stream. So the plan is, first we try to have some contact and some fish inside, and we're going to migrate little by little to the outside and the river and see if we can catch bigger fish. Let's go. Hecht. Er springt. Der Spotwechsel war gut. Auf den dritten Wurf. Neue Stelle. Sorry Leute, ich bin heute nicht der Gesprächigste, muss ich sagen. Das merkt man beim Turnier, dass ich da ein bisschen ruhiger bin als sonst. Es sei denn, es läuft. Dann habe ich natürlich große Schnauze, aber... Das Kraut, das habe ich leider mitgekeschert. Das war nämlich hier am Ufer. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ihr merkt schon, ich bin nicht der Tournament-Angler. Bei mir entsteht sofort Chaos. 65,5. Einen kleinen Schubs. Hopp. Yep. Das war gut. Gut, dass ich die Stelle gewechselt habe. Shit. Jetzt noch ein Fisch. Noch ein Fisch und dann geht's auf Barsch. Wirklich wahnsinnig spannend, was sich hier heute in dieser Zwischenrunde abspielt. Außer Sami haben nun alle Kontrahenten zwei Fische in der Wertung und es ist komplett offen, wer ins Finale einzieht. So, letzte Wurf hier an dem Spot. Ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, wie es hier ausgegangen ist. Zwei Fische. Training hier deutlich besser mal gefangen und auch in der letzten Runde. Allerdings eine Sache, die gut ist natürlich, dass ich auch den Barsch bekommen habe. Das heißt, ich brauche nur noch eine Fischart, eine weitere Fischart, um die Chance auf die Full Card zu haben. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, jetzt geht's auf Zander und wenn ich die gefangen habe, werde ich versuchen, ein paar Topwater-Punkte zu bekommen und noch einen Barsch zu fangen. So, wir sind jetzt hier am nächsten Spot angekommen. Das hier ist ein tidenabhängiges Gewässer. Wir haben jetzt auflaufendes Wasser und deswegen stellen wir uns sozusagen an die Ecke, wo das sozusagen eine Strömungskante bildet. Wieder Crankbaits, Chatterbaits, muss man ein bisschen gucken, wie das Kraut hier ist. Ich bin jetzt die ganze Zeit schon im Kraut hier mit dem Crank drin. Muss man ein bisschen freischlagen. Aber der fängt immer gut was ein. Dustin wechselt den Spot. Henrik ist gerade an einer neuen Stelle angekommen und auch Landry ist schon wieder auf dem Sprung. I tried for perch with spin jig and jerk minnow, but no activity for perch. So yeah, let's go to another spot for pike, for big pike now. No, next one. Es ist auffällig, dass die Angler bis auf Dustin und Louis heute sehr schnell die Stellen wechseln und enorm viel Strecke machen. Sehr wahrscheinlich, dass das am neuen Modus liegt, der drei Fischarten an nur einem Tag erfordert. Oh, direkt vor den Füßen. Direkt vor den Füßen. Was ist es? Kämpft gut. Oh, ein guter Zander! Alter Falter! Was für ein Zander! Was für ein Zander, was für ein Zander, was für ein Zander! Alter Falter, was für ein Zander! Was für ein Zander? Was für ein Zander? Komm, komm. Komm.
das ist ein guter Turnierzander. Momentan sind die Zander so schlecht drauf. Das ist ein richtig guter Turnierzander. Guckt euch mal diesen Fisch an. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Der hat direkt vor den Füßen gebissen. Ein brutaler Biss. Ein brutaler Biss. Direkt unter der Rutenspitze fast gebissen. Wieder auf den Fat Louis. Ist das geil. Der Fat Louis lässt mich dieses Turnier nicht im Stich, ey. Carpe Nostra, ey. Ich habe nur noch einen. Ich bin den seit gestern am Flicken. Dieser Carpe Nostra hat schon so viele Fische jetzt gefangen. Halb Gummi, halb Sekundenkleber. Aber er delivert noch. So, dieser schöne Zetti geht jetzt wieder zurück. Leute. Leute, das ist zu krass. Ein guter Zander, ey. Den wird nicht jeder fangen. Das weiß ich jetzt schon, weil im Training, das war, die Zander, die waren echt nicht im Mut. Das ist ein wichtiger Fisch. Auf jeden Fall. 70 plus Zander momentan. Wird es nicht viele von geben. Mit dieser Einschätzung wird Louis wohl richtig liegen, denn dieser 74er ist bislang der größte Zander des Turniers. Satte 96,2 Punkte. Louis springt auf Platz 1 und braucht jetzt nur noch einen Barsch zur Full Card. Wir kriegen den Wind richtig ins Gesicht. Kann vielleicht ein Indikator sein, dass hier an der Stelle auf jeden Fall ein paar Fische sind, die hier hingedrückt werden. Mal schauen. Also ich habe mich auf jeden Fall noch nicht abgeschrieben. Mein Hecht würde ich gerne upgraden. Also das wäre mir noch wichtig. Also da müsste eigentlich ein 80er oder 90er stehen. Und dann würde ich sofort zum Barsch angeln fahren. Also hoffen wir mal, dass ich den noch bekomme. Can't wait to face the fish. Get Chirp Plus 2, the most powerful sonar by Deeper. For now. Extended battery life up to 15 hours. Quality guarantee for 5 years. And Fish Deeper app. The new Deeper Chirp Plus 2 smart fishing solution. Buy now. Scotty, der erste steckbare Gasgrill der Welt. Okay guys, so quick stop on the road. I will just make a few casts and then we continue to my good pike spot. I am on the new spot. We will try to catch a big one, so I use this model of lure. It's a Fishing Ghost, the brand. It's a Renki Shad, 22 centimeter with a pike craft, Hammond, BKK hooks, etc. And I fish on the stream. Oh, I lost one. I lost one. I have a big strike. Just here. And here too. Okay, let's go again. Was hat er? 36, 37, Barsch. Vor den Füßen. Köder ist ab. Hängt hier oben im Kescher. Scheiße. Das kam unerwartet, ey. Das kam unerwartet. Ich habe hier so einen geraden Stein, da passt das Leute perfekt drauf. 37. 37.
auf den Crawl-Up von D-Style. Richtig nice. Ich setze ihn zurück, ich werfe gleich nochmal weiter. Vielleicht stehen hier noch ein paar andere. Das ist ja bei Barschen oft so, wo einer ist, sind auch viele. Deswegen schnell zurück. Nice. So, jetzt muss ich erstmal den Fisch melden und dann geht's gleich weiter. Hendrik holt sich den ersten Barsch der Gruppe und damit nach Luis auch seinen dritten Wertungsfisch. Er ist nun Zweiter und benötigt zur vollen Karte lediglich einen Zander. Mal sehen, wie seine Taktik hierfür aussieht. Nach mehreren Barstellen ohne Fisch probiert es Sami nun auf Hecht. So now I'm on a pole for pike fishing. I will try first to go top water because I believe the others are catching quite well today. So I need to gain as much points as I can. So first top water and then if it doesn't work, I will try with a shad or something else. So, erstmal Kaffeepause und kurz nachdenken. Ich habe jetzt drei Fische. Davon ist einer gut. Der Hecht bringt mich nicht weiter. Und der kleine Zetti, der bringt auch wenigstens ein paar Punkte. Der ist auch okay. Den Hecht müsste ich auf jeden Fall austauschen. Und ich brauche einen Barsch. Ich habe jetzt quasi noch den halben Angeltag, um einen Barsch zu fangen. Das wird nicht einfach. Aber der Kamerad, der darf in den Ruhestand erstmal. Der hat mich sehr weitergebracht. Und jetzt muss ich mir wirklich einen Plan machen, wo ich hinfahre, weil meine Barsch-Spots, die sind so weit. Ich werde ein bisschen im Auto sitzen, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und ich hoffe, dass der Plan aufgeht. Also, keine Zeit vertrödeln, Barsche ärgern. Luis hat sich festgelegt, er macht sich auf den Weg zu den Barschen. Bei Fred in Rotterdam hat nun endlich die heiß ersehnte Strömung eingesetzt. Alle, let's go. Now that's the condition I wanted there. Yeah. Oh. Man, how can I pass this turn if I'm losing fish? This is not possible. Yes, yes. Oh, second cast, man. Second cast. It's a solid one. It's solid. Really solid. Look at this. Oh, man. Stay with me. Stay with me. No. No! No! Fuck! Fuck! Come on, come on. Now there. Nee, lass weiter. 37er Barsch. Passt doch schon mal, kann man schon mal mitarbeiten. Zander wäre geiler gewesen. Also der Barsch wirft jetzt einiges durcheinander gerade. Natürlich freue ich mich darüber, um Gottes Willen. 37er Barsch, solide, sehr, sehr solider Fisch. Also 74 Punkte, echt nice. So, aber ich brauche einen Zander. Ah, safe, ich brauche einen Zander. Das ist die Frage. Wo kriegen wir den beschissenen Zander her? So, ich bin hier am neuen Spot angekommen. Hier hoffe ich schnell zwei Zander zu fangen. War ich auch schon mal, ihr kennt den Spot alle, hier liegt auch noch ein Köder von mir, ein Predator. Ja, mal gucken. Ersten Würfe sind gemacht, keinen Kontakt gehabt. Läuft heute nicht für mich, läuft heute nicht. Mal gucken. Mal gucken, wie es weitergeht. Ah. Zander sind wohl im Moment sehr schwer. Ich weiß gar nicht, ey. Wenn man wüsste, was die anderen gefangen hätten, wäre es viel einfacher. Der Spot hier ist auf jeden Fall super schön. Das ist hier ein Fluss. Hier gibt es Kehrströmung, trübes Wasser. Also eigentlich perfekt für Zander. Aber so richtig wollen die Biester nicht. No. It's a big one.
Yes. It's a big one. Yes. Yeah, this is a beautiful one. It's a 80 centimeter pike. I saw the pike was following my lure, so I put it again on the water. It's coming and attack my lure. My big lure, 22 centimeter. Yeah, nice one. 79. Yes, 79. Okay. It's a nice pike. There is in the moor. There is a eater from a crawfish. I feel so much crawfish. Landry fischt mal wieder einen Hecht auf Sicht an und diesmal hängt er. Mit zwei guten Hechten und einem guten Zander führt er die Gruppe nun vor Luis und Henrik an, die ebenfalls drei Fische auf dem Board haben. I have three fish, two pike and one zander. I really need a perch, so I take maybe two or three casts for pike again, for maybe a bigger, and after I will try to catch a perch here. If it's not working, I will go to another spot, especially for perch. Ja, jetzt am neuen Spot angekommen. Ihr seht, ich habe eine Jigge in der Hand. Das zeigt, es grenzt an Verzweiflung, weil ich diesen blöden Zander brauche. Deswegen jigge ich jetzt hier mit 18 Gramm Köpfen und 4 Inch Smoke in Swimmer entlang. Hier ist so eine harte Strömung. Und hoffentlich sind wir schnell wieder weg. Ja, auf der Rolle fische ich jetzt hier zum Jiggen einmal die Sunline Career High 6. Das ist, wie der Name sagt, eine sechsfach geflochtene. Jetzt fragen sich Leute, ja, sechsfach geflochten, braucht man sowas überhaupt? Hat sehr, sehr seine Vorteile. Sie verbindet die guten Eigenschaften einer vierfach PE und einer achtfach. Sprich, ihr habt eine Robustheit wie bei einer vierfach geflochtenen, aber sie ist halt nicht so rau wie eine vierfach. Sondern geht eher in die Richtung einer achtfach geflochtenen. Dadurch ist sie nicht so windanfällig wie eine vierfach geflochtene und auch nicht so strömungsanfällig, aber sie ist halt auch nicht so empfindlich. Also sprich, wenn ihr mal über einen Stein zieht oder über einen Ast oder so, raut sie halt nicht sofort auf wie eine achtfach geflochtene. Those places are really tricky to fish, because you need to understand, I've been using the deeper many, many times here, so I know exactly how this rocky shoulder look like and where the fish can hide from the stream. And you need to find the right size of jig head, and also you need to play a little bit by opening your pickup and let your jig head drop freely to gain some angle sometimes, because I want sometimes to be on this shoulder at the bottom of it, and if I tension my line immediately, I will miss this drop. So it's a mix between the angle you cast and also the speed you manage to drop your bait to really fall in front of this shoulder and get this protected area where they are piling up normally. Yes, yes. Yes! Change of color. First cast. Bite. Yes! Chaos. Man, you wanted it. This one. I was not going to lose it. Yes! Yes, baby! Woohoo! 57. That's a relief. That's a relief, because it's not super big, but it's not super small, so it counts. That's cool. Yes. Okay, I have a problem, guys. How do I solve this? You tell me. Okay, so I have to go to the car and try to fix this.
Fred holt sich die zweite Fischart und kann den zuvor verlorenen Zander etwas vergessen machen. Mit nun 216,1 Punkten liegt er hauchdünn vor Henrik auf Platz 3 und ist der dritte Angler, der nur noch einen Fisch von der Full Card entfernt ist. Auch bei Sami am Polder tut sich was. Ratte! Ratte! Missed it, guys. I missed it 2 times. Fuck! Ah, it was on my feet. Shit! So bad. So bad, guys. Richtig großer Rapfen. 70 hat er mit Sicherheit auf unseren Mad Max. Ärgerlich. Ich habe gehofft, dass ein Zander ist oder so, aber leider nicht. Naja, so ist halt. Beim nächsten Mal ist hoffentlich ein Zander. Jo, was geht ab? Was geht ab? Hä? Hier. Hä? Zander. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Abfahrt! Oh ne, ne? Oh, jetzt hänge ich da an dem Seil fest, Alter. Da hängt ein Seil an der Seite. So guys, after maybe one hour and a half here, I had only one bite on the Multivibe and the Drunk Dancer. I missed it. I wasn't focused enough and nothing more seems to move here. So now I will go again on a perch spot and I will try to catch two. Let's go. Sami will gleich 2 Barsche fangen. Landry würde schon einer zur Full Card reichen. Doch diesen Barsch möchte er scheinbar woanders fangen. Now we will going for perch. I really need a perch. Okay, let's go. French girl. Okay. 1 hour. Whoa. 3 hours left. 1 hour for riding with the car. I have no other spot for perch. Let's go. It's my last chance. Kurz und schmerzlos, ist irgendwie gar kein Vertrauen in den Spot. Das war jetzt auch nur so auf schnell, weil wir in der Ecke sind. Ich fühle den Spot nicht. Wir haben jetzt nochmal eine gute Alternative bekommen. Und das ist eh in die Richtung, wo ich Barsch angeln will. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir fahren jetzt in die Richtung, also Richtung Mars. Und fischen da dann halt jetzt nochmal auf Zander vorher und gehen dann zu den Barschspots. Es ist Zeit, YPC-Geschichte zu schreiben. Es ist Zeit für einen Triumph, einen Barsch. Ich bin auch nicht gierig, ich brauche nur einen. Mann, bin ich aufgeregt. Bremse schön einstellen. Schön auswerfen. Und dann beginnt die Tour. Die große Big L Kanaltour, Part 2. Oh, jetzt hatte ich den Zanderbiss. Oh, Mann! Zanderabdrücke, auch Zanderzähne auf dem Gummi. Oh, den brauche ich so dringend. So dringend brauche ich den. Ah, Mist. Aber vielleicht werden sie jetzt ein bisschen aktiv.
Ich kann mir das Bein nicht werfen, Alter. Ich bin ein Legastheniker damit. Ich kann mit der Baitcaster kann ich hier da unten hinten reinwerfen, ne? Aber in das Spinning, ey. Ja, wir sind jetzt hier an einem Spot angekommen, den ich persönlich nicht kenne. Das war ein Tipp, den wir noch gerade reinbekommen haben. Aber wir jetzt verzweifelt nach einem Spot suchen. Oh, das war fast auf die Brücke. Das ist super ausgespült, super harter Boden da drin. Das jigge ich dann jetzt im Prinzip alles einmal aus. Sollen immer gut Zander gehen. Hoffen wir mal. So now, guys, we change the spot. We're in a small canal. I know there's some perch around, if I catch a good one, 42 maybe. So, yeah, let's see if they are still here and willing to bite. Losing time. Since I'm breaking those stuff very often, because I always bend them and they should not bend, I'm gonna try with two to fix one. This will go there. Okay, so it's not ideal, but I can try to net a fish a little bit deeper. Während Fred die Materialschlacht relativ gelassen zu bewältigen scheint, ist Henrik wegen der vielen Verluste mittlerweile ziemlich genervt. Ja, der Hänger ist hier vorne. Ich weiß, wo der ist. Hauen ab, hab keinen Bock mehr. Schnur durchgerissen, hauen ab. Ich knurre ihn nochmal. Macht keinen Sinn, wir vergeuden hier unnötig Zeit. Das ist Quatsch, wir vergeuden Zeit. Ich bin jetzt hier das beste Stück abgelaufen. Schnell zum Auto und dann an den nächsten Barschspot. Mann, bin ich außer Puste. Ja, ich mache jetzt hier noch 5 Würfe und dann mache ich einen High-Risk-Move. Also ich gamble jetzt und hoffe darauf, dass noch keiner eine Full-Cut hat. Und gehe jetzt einfach auf Topwater Barsche, weil er hatte zwar jetzt hier 2 Bisse, aber keinen Zander in 1,5 Stunden. Und ich wüsste keinen anderen Zander-Spot, der hier in der Nähe ist. Das heißt, ich muss einen High-Risk-Move machen. Wenn ich ganz, ganz viel Glück habe, dann zahlt sich das aus. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Anders als am Vormittag ist Dustins Geduld nun auch nicht mehr allzu groß. Mal sehen, ob er seine Ankündigung wirklich wahr macht und versucht, ohne Zander in die nächste Runde zu gelangen. Henrik hat sich wieder etwas beruhigen können. Ihm flog auch schon eine Route durch die Gegend. Geht dann doch schon an die Nerven, das Ganze. Ja, es fühlte sich komisch an alles. Deswegen, jetzt geht's zu meinen Barschspots. Einmal motivieren, einmal richtig hochziehen. Nochmal ein bisschen Pumpermucke. 2 Stunden noch für einen Barsch. Komm schon. Enorm. Big one. Big one. Oh man. Man. This one is big. This one is fucking big. Man. Oh. Oh. Fuck. Huge perch. Huge. I first thought it was a Zander. She was so big. I have to look twice. So now I'm going to make a free rig with a banger grub. And the idea is that I will have a free fall. I know they are standing around, so I want to have an aggressive action. And I'm going to use a very clear color, but with these holographic flakes in it.
Fred ist drauf und dran, die Karte vollzumachen. Die Barsche hat er gefunden. Nun muss er sie zum Beißen bringen. Umso riskanter wirkt Dustins Taktik, mit nur 3 Fischen und Topwater-Punkten das Finale erreichen zu wollen. Eine Stunde sitze ich jetzt im Auto, dann habe ich noch 40 Minuten zu angeln und das ist ein richtiger High-Risk-Move, weil ich gehe jetzt einfach davon aus, dass noch keiner eine Full-Cut hat. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, okay, dann die 2 verlorenen Hechte hätten mir dann auch geholfen. Naja, egal, ich werde jetzt Topwater angeln, versuchen da noch die Extra-Punkte zu organisieren. 10 plus einen Barsch oder Hecht ist mir egal. Das funktioniert alles nur, wenn der Stau jetzt nicht noch schlimmer wird und wenn keiner eine Full-Cut hat. Drückt mir die Daumen. Der Plan ist bis jetzt nicht aufgegangen. Schlechte Performance. Aber so ist es manchmal beim Angeln. Das macht trotzdem sehr viel Spaß. Dieser Druck, der dann entsteht und so weiter, das ist schon cool, muss man sagen. Ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber mir macht das Spaß. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn man dann am Ende wirklich noch diesen einen Fisch fängt, dann, glaube ich, geben die Emotionen mit einem durch. During the pre-fishing, I come here to fish and I try to catch a perch and I found a 34 perch. There is a boat, under the boat there is perch, so it's very nice spot. But the boat is not here today. Oh. I will launch 10 times and after we move to another spot. Time is fish, yeah, I know, Jan, I know. But I am not lucky. So, jetzt haben wir das letzte Ende vom Fluorcarbon eben gecheckt. Macht das immer ab und zu mal, weil wenn ihr so über Muscheln und Steine fischt, kann es ja immer sein, dass es mal ein bisschen beschädigt ist. Und deswegen checke ich das ab und zu immer mal nach Beschädigungen so. Und da war es jetzt eben auch so ein bisschen angeraut. Habe ich dann so 1 Meter weggemacht und mache jetzt die Stahlspitze hier im Prinzip nochmal neu ran. So, und dann wollen wir mal gucken, hoffen, dass die Perchies da sind. Dass die Perchies richtig Bock haben. Fisch. Barsch. Barsch. Den habe ich jetzt einfach rausgehoben. Da habe ich dann Pech, da muss ich jetzt 10 Minuten chillen. Das gibt's nicht. Erdmaß. 23. 23 Zentimeter. Ich habe die Full Card. Puh. Upgraden. Es ist Zeit zu upgraden. Oder Topwater. Upgraden oder Topwater. Ich habe 10 Minuten, darf ich jetzt nicht angeln. Ich habe den an der Schnur rausgehoben. Ich muss mich 10 Minuten hinsetzen. In der Zeit mache ich mir einen Plan, was ich jetzt tue. Da ist die erste Full Card. Ein kleiner Barsch komplettiert Louis' Karte. Der Dortmunder rückt auf den ersten Platz vor und macht einen großen Schritt Richtung Finale. Ja, Leute, ich muss jetzt meine Strafe absitzen, aber da kann ich einmal die Chance nutzen, euch zu erzählen, was ich gemacht habe. Das ist natürlich selbsterklärend. Ich bin die Spundwand lang gegangen und habe meinen Köder quasi am Grund angeboten. Es war eine Art von Vertikal, das nennt sich Longline Jiggen. Ich habe quasi mit einem diagonalen Winkel den Köder geführt an einem leichten 10 Gramm Kopf und hatte dadurch eine sehr lange Haltephase, in dem der Köder sich schön bewegt, knapp über Grund. Es war der 7,5 King Louis in der Farbe Bugs Pumpkin. Als Route für die Angelei habe ich die Solution Statement benutzt mit einem Wurfgewicht von 7 bis 28 Gramm. Die beste Länge dafür wäre die 2,25. Die hatte ich jetzt leider nicht fertig aufgebaut im Auto, deswegen habe ich die 2,55 genommen. Geht auch, aber die kürzere wäre auf jeden Fall von Vorteil, weil wir wollen ziemlich nah an der Spundwand fischen. Kleiner Tipp noch, falls ihr diese Angelei macht. Ich habe immer versucht, neben der Spundwand zu laufen, weil wenn man auf dem Metall läuft, kriegen die Fische das oft mit. Oder ihr seid sehr leise und langsam und lauft vorsichtig auf der Spundwand. Als kleiner Tipp, um natürlich die Fische nicht zu verscheuchen. Die Shimano Week im Hecht und Barsch.de Online-Shop geht in die zweite Runde und wir setzen noch einen drauf.
Dieses Mal können gleich zwei von euch eine Traumreise mit Getaway Sea Angling im Wert von 4.000 Euro gewinnen. Für jede ausgegebenen 50 Euro für Shimano-Artikel in unserem Online-Shop gibt es vom 13. bis zum 21.11. ein Los für eine Traumreise ins Angelparadies deiner Wahl, wie zum Beispiel auf die Malediven, nach Panama oder nach Madagaskar. Etliche hochwertige Shimano-Artikel warten bei uns im Shop darauf, von dir in Lose umgewandelt zu werden. Den Link zur Shimano-Kategorie findest du in der Videobeschreibung. Liebe Angelfreunde, von 25. bis 27. November findet Deutschlands größte Angelmesse, die Angelwelt in Berlin, statt. Am Stand von hechtundbarsch.de könnt ihr etliche YPC-Angler treffen. Dietmar Isaias, Luis Mendes und Christian Wienecke. Patrick Marable, Lukas Ripplinger und Toni Weisse. Ton van Haam und Sami Muib aus Belgien. Clemens Frank und Johannes Höfner aus Österreich. Daniel Andriani und Enrico Di Ventura. Sowie Frédéric Julien aus Frankreich und Paolo Baragioli aus Italien. Und auch auf den anderen Ständen findet ihr viele Angler vom YouTube Predator Cup. Dustin Schöne, Felix Wegesser bei Nays. Johannes Dietl und Markus Eule bei ZEC. Tobias Eckwer bei Stroff. Henrik Haag, Veit Wilde, Freddy Habort oder Ken Jobe. Und viele weitere Angler und Anglerinnen freuen sich auf euren Besuch. Und am Sonntag um 14 Uhr gucken wir gemeinsam die erste Folge des YPC Bank Finales und lassen die Bombe platzen, wo das Finale stattfindet. Let me the time to get out the boat of the water, take a plane to Berlin and I see you at the fair. The newest Shimano Boost concept revolutionizes traditional lure design. Arma Boost delivers a unique and innovative lure joint system. The difference is clear. Arma Boost increases casting distance by roughly 40% versus comparable baits. Casting performance excels when it's windy. And a more natural, lifelike swimming action will enable anglers to target and catch more fish like never before. Arma Boost. Fisch. Ja, ist halt die Frage, ob das jetzt schon 39,5 ist. Ja. Also 40. So, hier ist der gute Kollege nochmal. 39,5 glatt, also nach YPC-Regeln 40. Sehr geil, der gibt nochmal Punkte, definitiv, sehr gut. Ich werde weiterfischen, jetzt gerade eine heiße Zeit, die Fähre ist mich gerade angelegt oder legt gerade ab. Das ist die beste Zeit hier, deswegen schnell wieder rein. Henriks Plan geht auf, er bekommt sofort den besseren Barsch. Und obwohl er einen 37er und einen 40er in der Wertung hat, fischt er weiter auf Barsch und geht nicht auf den fehlenden Zander. Spekuliert er wie Dustin darauf, dass es mit drei Fischen reichen könnte? Momentan liegt er nur 10 Punkte hinter Platz 2. Es würde ihm also ein 43er Barsch reichen, um Landry zu überholen. Diese Fähre ist einfach eine Maschine. Ja, der Biss kam wirklich vor meinen Füßen. Der Fisch biss, war sofort an der Oberfläche, voll am Splashen und so. Echt krass, das war das letzte Mal genau auch so. Hier vorne wirklich in dieser Kehrströmung raufgeballert. Echt Hammer, mega. Strafe abgesessen. Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten für mich. Barsch upgraden oder Hecht upgraden. Ich mache das Stück noch zu Ende, gehe in mich. Ich habe hier auch noch ein paar Polder in der Nähe. Ob ich da jetzt wirklich einen größeren fange, weiß ich nicht. Aber egal, ich mache jetzt erstmal weiter. Vielleicht kommt ja gleich noch der 30er Barsch und dann erübrigt sich die Frage, was ich als nächstes mache. Luis versucht logischerweise, seine Full Card zu verbessern. Der Rest, die Karte voll zu kriegen. Fred braucht nur einen maßigen Barsch, um auf Platz 2 vorzurücken. Mit einem 30er würde es sogar für Platz 1 reichen. Yes! No! No! Man, why?
right after I get like a stone or something, I was bumping into it, and then right after, boom, I get a bite. The thing is, they move a little bit up and down on this shore. They don't really stay on one place. The whole shore is good, so you need to be calm and fish nice and easy, how you believe it. Start to get nervous. I start to get nervous. Okay, let's go to the last spot and we die with it. Let's go. So guys, last spot for today. We're on a small river. Here it's a good spot, just behind me a small sluice and there is some current. I know there is some pikes around, but I can expect also perch. If I manage to catch a pike, I will try to catch also one perch, but I don't have much time left, so yeah, I don't believe into it too much, but let's try until the end, of course. So, den Plan doch nochmal umgeworfen, nicht auf Topwater gegangen, weil ich wollte mir die Chance nicht verwehren, eine Full Cut zu haben. Deswegen hier nochmal schnell einen anderen Zanderspot angefahren. Jiggen, Twitchbait, Crankbait, ich habe noch eine Stunde Zeit. Wenn ich hier zwei Zander fange, so scheiße wie es heute bei ist, habe ich das Gefühl, dass es eventuell reichen könnte. Man weiß es natürlich nie, ne? Also, aber das ist jetzt mein Ziel. Mal gucken. Fischen. Please. Please. I think it's a zander. Oh, big perch? No. Come on, perch, please. Ah, it's too heavy for snook bass. It's a zander. Nice one. I take it with the little lure. Look, it's 6 centimeters. It's 56. It's nice one, but it's not the good type of fish. So, yeah. Der 6er Bleakshad, der eigentlich für einen Barsch vorgesehen war, bringt Landry einen schönen Zander, der ihm jedoch nicht weiterhilft. Das war ein schöner Zander. Die Schlussphase hat begonnen und wir schauen ein letztes Mal auf die Tabelle und bewerten die Chancen der 6 Angler. Luis Mendez liegt mit der einzigen Full Card vorne, doch da die Konkurrenz ihm im Nacken sitzt, ist er noch lange nicht durch. Landry Rosens hat 2 gute Hechte und einen guten Zander in der Wertung. Macht er die Karte voll, wird er aller Voraussicht nach das Finale erreichen. Henrik Haag hat 2 gute Barsche und einen ordentlichen Hecht in der Wertung. Mit einem vernünftigen Zander hat er ebenfalls sehr gute Karten. Auch Frédéric Julien ist nah an der Full Card und somit auch am Finale. Ein 30er Barsch ließe ihn auf Platz 1 springen. Dustin Schöne braucht noch 2 Fische. 2 mittlere Zander würden voraussichtlich für die Finalteilnahme reichen. Sami Mohib hat mit nur einem Fisch die mit Abstand schwerste Mission vor sich. So, Freunde, das wird wohl der letzte Spot. Ich habe genau 30 Minuten noch. Noch ein Spotwechsel. Wird mich 10 Minuten kosten. Das wird nicht viel Sinn machen. Deswegen das Ding jetzt richtig konzentriert, schön ausfischen. Erstmal schnell an der Spundwand langlaufen mit dem Crank. Und danach einmal schön alles ausjiggen. Na, no, looks good, but empty. 30 minutes of pain. You saw it? It was a zander like 70.
biting on... Crazy, crazy. What a thunder! It's like the one from the last time. No, I don't have any plan, but I have the thunder. I missed the bite on the bleak shad again, like on the first episode, but yeah. Now that I know there's some thunder, probably some pike, and the thunder was quite big, 70 like the last time, and it's not too deep, so I will go with the minnow and maybe try to have a reaction bite. It's a fish. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ist doch kein Fisch. Was hat sich so komisch mitbewegt? Ist eine Angelschnur. Werde ich gleich entsorgen. Ein dickes, schönes Blei. Hat sich gut verkauft, muss ich sagen. Ich dachte schon, dass es funktioniert hätte. Aber wir hatten hier im Training 40er. Die Chance ist da. Und was mir richtig gut gefällt, es ist voll mit Brutfisch. Hier alles am Rand ist alles voll. 20 minutes left. My last chance to qualify, I think, because 2 days without a full card. Need to be real lucky. Ich habe meine Micro Solution aus dem Auto geholt. Die hat ein Wurfgewicht von 0,4 bis 5 Gramm und einen kleinen Shaky Louis in der Größe 10 cm. Und den werde ich ganz wild über den Boden führen, mit zuckenden Bewegungen. Ich habe hier ein sehr, sehr kleines Titanvorfach, damit auch der Lauf nicht beeinträchtigt wird, aber um trotzdem halt hechtsicher zu fischen. So, schauen wir mal, ob wir hier noch einen Barsch finden, der mir vielleicht ein paar mehr Punkte bringt. Ein kleines Upgrade wäre gut, weil leider habe ich einen extrem kleinen Barsch und einen sehr kleinen Hecht. Und das wird mit Sicherheit nicht reichen, um weiterzukommen. Deswegen alles oder nichts. Ist wie bei Eminem. You got one chance. It's a smooth one. Maybe a perch. Come on, come on, come on. It's a perch, it's a perch. Yeah! I have the perch! And the last hour! It's the right size! Yoo-hoo! Woohoo! It was the good choice to come here. 30. 30! Yes! Da ist der Barsch. Landry macht die Karte voll, holt sich Platz 1 und steht mit anderthalb Beinen im Finale. Bringt er es durch? Und falls ja, wer kann ihm folgen? This is the fish I want. It's not a big perch, but it's a perch. So, it's 30, so 60 pounds. It was perfect. I have full cut now. I try so much on top water and I catch nothing, but I have my full cut. Let's go. Yes. This is what I want. It's a perch. Yes. I love it. 6 centimeters, but yeah, I take so much beautiful
fish with that that lure. I like it. 5 minutes from zero to hero. Oh no, no, no! Fuck it, man! This is impossible. Why? Fucking hell. They love this lizard. I don't know why they don't get hooked on it. I was 100% perch. 100%. It's not a fish. It's a perch. Maybe 35. It's a perch. It's a little one. Oh, oh, maybe not. Oh, maybe it's a nice one. Oh no, it's a zonder. Okay. I unhook it in the water. Huh? Yeah. This side. Okay, next one. One cast, one fish. It's the rules now. I follow the rules. One cast, one fish. It's bigger one. It's a bigger. Oh, it's not bad. It's not bad. Nice under. It's not an upgrade. Yeah, he's back. It's the right size and color. Completely in. Three cast, three fish. It is my best color from bleak shad. The size was not bad, huh? It's 55, something like that, the sander. So maybe I can take a perch, like 35, something like that, and upgrade my score. Hang up. Oh, da war ein Biss. Das gibt's doch nicht, dass ich auf den letzten, in den letzten Minuten noch mal einen Biss bekomme. Shit. Also wenn die beim Jigspinner nicht hängen bleiben, kann es nichts Großes sein. Aber jetzt zweiter Wurf, zweiter Biss. Komm, noch mal. Ich habe nicht mehr lange. I change the size of the lure. It's always the bleak shad in this the same color, but just the size up, so it's a 9 centimeter. So we can maybe take a fish bigger. Oh, I lost one. I have it. He's back. It's a big fish. It's maybe an upgrade. It's maybe an upgrade. No. 64, 54, sorry. It's a final countdown. Komm schon. 2 Minuten noch. Ein Wurf. Ein Schmeiß. Mashallah. Letzter Wurf. YPC 2022. Hab mir mehr erhofft. Aber muss ganz ehrlich sagen, wer es nicht schafft, 4 Fische in einem Tag zu fangen, der hat es auch nicht verdient, weiterzukommen. Nicht so schlimm, das passiert. Ich habe mich verzockt. Ich habe mehr als einen halben Tag auf Zander geangelt und habe keinen gefangen. So, ärgerlich. Das Einzige, was mich wirklich ärgern würde, wäre, wenn
es tatsächlich so schlecht lief heute, dass es gereicht hätte, auch mit einem, weiß nicht, großen dritten Fisch und nicht mit einer Pullcut weiterzukommen. Weil ich hatte natürlich viele Optionen. Ich hätte noch Hecht angeln können, da hätte ich sicher noch einen gefangen. Ich hätte noch Barsch-Topwater angeln können, da habe ich mir auch ziemlich sicher, dass der gekommen wäre. Aber ich habe mich für die Zander entschieden. Der ist nicht gekommen und deshalb hat es für mich diesmal nicht gereicht. Vielen Dank trotzdem auch an euch für die ganzen Kommentare, für die Likes. Das freut mich sehr. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Und dann versuche ich, besser abzuschneiden. Haut rein. Ciao. Last cast with the spin jig for a last perch, 35 maybe. Maybe not. Let's go. I got a strike. I am not on the bottom, I got a strike. And it's over. It was my last cast. And I no fish but a strike. It was maybe my 35 perch. Okay, thanks for watching. It was a crazy day. I catch today only one perch. And I think I was fishing during 5 or 6 hours for perch. Yeah, it's like that. I have one, it's okay. 30, I accept. Thanks a lot. Thanks to my sponsor, Fish Explorer. Thanks to my friends, Frederick, Julian, Peter, Fabrice. Steve and Steven for pre-fishing with me and to do some coaching for Zander, because Zander is not my power, it's not my strength, but it was okay. So yeah, maybe I have the good score, maybe not, but yes, it was funny. So thanks a lot for watching, and maybe see you next time. Guys, I hope you enjoy the show, because I did what I could. I lost the fish, and that's not acceptable to expect to go further. I fell on perch, but perch fishing was tough this week. I didn't find the clue. If you have any idea what I should have tried, don't hesitate to put it in the comment. I will discuss about that with you guys. I think I'm not making it, but we never know. Maybe everyone has struggled and not everyone has a full card. See you on the water, guys, and thanks for watching. You are awesome. Ja, da will ich tatsächlich gleich noch einmal topwatern, ey. Ja, das war die Zwischenrunde oder Halbfinale, wie wir es nennen wollen. Ist leider kein Zander gekommen. Das wird, glaube ich, tatsächlich auch der Fisch sein, der mir am Ende das Genick bricht. Mal sehen, ob es reicht. Ich glaube, es wird schwierig. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Es kamen ja doch wirklich ein paar schöne Fische raus. Ich konnte mal ein bisschen was anderes zeigen auch. Und ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein, zwei Tipps noch mitnehmen, die ich so ja, erklärt habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank auch für den ganzen Support. Und wenn wir uns nicht im Finale sehen, dann sehen wir uns beim YFC Boot. Tschüss, euer Hendrik. Okay, guys, so I miss a good fish. But yeah, even with this fish on the net, I think it's not enough for going further in the competition. So really bad day for me. I guess the other did very, very well. We will see it in a few hours for me, in a few minutes for you. Yeah. Das war's, Freunde. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, im Endeffekt bin ich aber trotzdem sehr zufrieden mit dem Tag. Also ich will mich nicht beschweren. Ich hab den Hattrick. Ich habe alle drei Fischarten gefangen. Nichts liegen lassen. Leider sind meine Größen nicht gut beim Hecht und beim Barsch. Das wird sehr, sehr spannend. Große Hoffnung mache ich mir jetzt, nicht weitergekommen zu sein, aber you never know. Vielleicht hatte der ein oder andere Pech
und es reicht. Aber ich habe alles gegeben und das ist das Wichtigste. So guys, thanks for a very interesting tournament day. It was very interesting, very exciting to follow the results during the day. A lot of motion in the table, different leaders of the group. When we set the rules for the second stage, we wanted them to be tough, but luckily they were not too difficult since some of you guys managed to get a full card. The winner of the group is a guy who made it into the final four already last year. Congratulations, Monsieur Landry Rosen. That means there's one ticket left for the final four, and this ticket goes to Señor José Luis Méndez Acosta. Yeah, well done, well done. Henrik, you finished third. Fred, you finished fourth. Dustin fifth, Sami sixth. Unexpected. Good job, man. Wow. Can't believe it. Oh, yeah, first time, but I can't believe it. Gut geangelt. Crazy. Hast du Scheiße am Schuh? Scheiße. Was war denn da los? Ja, Joel. Ja, was groß. Ja. Fuck. Die ersten zwei Finalteilnehmer stehen fest und wir müssen uns leider von vier tollen Anglern verabschieden. Darunter auch Top-Favorit Dustin Schöne, der noch in der Gruppenphase alles in Grund und Boden geangelt hatte. Wer Landry und Lewis ins Finale folgt, das erfahrt ihr bereits in der kommenden Woche in zwei Folgen am Donnerstag und am Sonntag. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie euch der Eintagesmodus gefallen hat. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert bitte unbedingt diesen Kanal, damit wir irgendwann endlich die lang ersehnten 100.000 Abos knacken. Ciao!